Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Ja, wie man sehen kann, sind wir wieder in der Diebesgilde von Baldur's Tor. Also Baldur's Gate halt. Ja. Denn es geht zu Ende mit dem Let's Play. Wir haben nur noch den finalen Dungeon vor uns. Durch den Sarimwok damals geflüchtet ist. Aber bevor wir da reingehen, checken wir nochmal, ob wir bereit dafür sind. Unsere Gruppe ist komplett voll geheilt. Was schon mal gut ist. Jo. Wir haben ein paar Zauber übrig. Wir haben diese Rüstung, die können wir verkaufen, habe ich mittlerweile nachgeguckt. Das erkläre ich euch nachher, warum. Pfeile nachfüllen. Bei dir sieht es noch in Ordnung aus, soweit. Ja, den Ankeckpanzer als Souvenir bewahren. So. Was wollt ihr? Das heißt, wir verkaufen die Lederrüstung. Ich muss berechnen. Genau, bei ihr. Können wir die einfach so verkaufen. Und dann gucken wir mal kurz, ob sie noch die Trag der Macht. Nö. Ich bräuchte gerne ein paar. Oh. Heldentränke haben wir genug. Frostriesenstärketränke eigentlich auch. Wolkenriesenstärketränke. Ja, sie hat keine Unsichtbarkeitstränke. Schade. Naja. Dann muss es halt ohne gehen. Gut. Du bist ja ein komischer Kauz. Immerhin hat er sicherlich. Ja, genau, Wahrnehmungstränke, die helfen dann auch dabei. So, das heißt, die Rüstung ist verkauft. Einmal kurz einen Quicksave machen. Und dann geht es ab in den letzten Dungeon. Ich werde kurzen Prozess mit dir machen. Sagt sie und liegt auf dem Boden. Seid dreimal verflucht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr mit dem zusammenarbeitet, der mich niedergestrickt habt, könnt ihr euch gleich in den Hades aufmachen. Mögen die Geister derer, die dieses Labyrinth gebaut haben, euch hinunterziehen. Klappe halten. Sehr freundlich. Ich suche den, der sich Sarimwok nennt. Ist er hier vorbeigekommen? Seid ihr verletzt? Wer hat euch das angetan? Ich will euch nichts tun. Ich bin nur hier, um Sarimwok zu finden. Fragen wir mal ganz freundlich. Seid ihr verletzt? Wer? Sarimwok war es. Ich habe ihn wiedererkannt, weil ich vorgestern die Basis des Eisentrons erforscht habe. Okay, sie ist eine Diebin, die da war, wo sie nicht hätte sein sollen. Mir ist nichts passiert, er war so in Eile, dass er mich nicht vollkommen erledigen konnte. Ihr habt meinen Segen, wenn ihr ihn erwischt. Ich brauche euren Segen nicht, er wird mir nicht entkommen. Könnt ihr mich durch das Labyrinth führen, damit ich ihn finde? Ich meine nein. Also sie wollte wahrscheinlich zuerst sagen, das ist leichtes für mich, aber... Sie wird wohl, ist wohl gerade zur Vernunft gekommen. Nein, das mache ich nicht. Ich habe noch nie jemand lebendig aus dem Labyrinth kommen sehen. Nicht, dass ihr nicht überleben werdet, so oder so. Ich wette, ihr tanzt einfach hindurch und habt keine Probleme. Yep, ich warte dann hier draußen und höre von euch, okay? Hab keine Lust, die Untoten zu treffen oder die Grünschleimmonster, die das Labyrinth sauber halten. Muss auch wieder zu Atem kommen, ihr versteht schon. Das ist ja ein sehr tolles Labyrinth und so wie das Ding aussieht, ist es komplett aus Holz. Wohin führt das Labyrinth? Ich weiß es nicht so genau, obwohl man sagt, dass es sich unter die Stadt, dass es unter dieser Stadt noch eine zweite, dass sich unter dieser Stadt noch eine zweite befindet. Vielleicht kann euch so ein arroganter Archäologen-Klugscheißer mehr dazu sagen. Das ist jetzt keine richtige Stadt da unten, versteht mich nicht falsch. Sind alles nur Überreste, verständlicherweise. Wenn die Lage von Baldur's Tor so vorteilhaft ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass es hier schon mal eine Stadt gab. Mich kümmert's wenig, nichts als totes Zeug da unten. Und jetzt fort mit euch. Ich verstehe, erholt euch gut. Ja, ja, von mir aus. Will nur sicher gehen, dass ihr diesem Sarimwok ein bisschen Stahl zu kosten gibt. Tagebuch aktualisiert.
Das Labyrinth der Diebe wurde vor langer Zeit errichtet und dient heute als scheinbarer Fluchtweg, um Unbefugte zu täuschen. Es wird von Untoten gepflegt und von Schleim gesäubert. Sie wurden wahrscheinlich von einem lang vergessenen zauberkundigen Dieb versklavt. Es wird in die Unterstadt eine alte Siedlung, die einst am Ort des heutigen Baldur's Tor stand. Angeblich gibt es da unten nichts weiter als Untote. Nichts leichter als das. Das heißt, Sarivok umgibt sich mit Untoten. Passt ja gut zu ihm. Was wollt ihr? Hier lang. So, wie immer, ihm wollen den Vortritt lassen. Wobei dieser Dungeon eigentlich, wenn man ihn kennt, recht nichts nett leichter ist. Als das. Ja, ich hab genug also, davon. Nicht nett im Sinne von was? Angenehm, sondern nett beinahe zum Spieler. Mich kümmert's hier lang. So, erstmal gucken wir hier rein, auch wenn wir genau wissen, dass hier eine Sackgasse ja? ist. Beinahe unter meiner Würde. Ich verschwinde jetzt. Wir müssen nämlich gut auf die Wo Wände rein? Achten. Wäre auf eure Taten stolz. Ja, schön, dass er auf meine Taten stolz wäre. Was wollt ihr? Beziehungsweise auf Talisas Taten. Ihr? Ich hab genug davon. Und ja, da ist schon grüner Schleim. Hau mal ab, Iwoen. Beinahe unter meiner Würde. Ja, ich hab genug davon. Okay. Ja, gut. Das ist zum Glück nur grüner Schleim. Der ist nicht böse. So. Mich kümmert's nicht. Schon ist er tot. Hier lang. Grüne Schleim. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ockergallert hingegen ist schon ein bisschen härterer Stumpf. Naja, so weit geht das ja noch. Toll, wir tun gerade die Müllarbeiter hier unten töten. Was? Mehr oder weniger. Ich hab genug davon. Ist ja eigentlich auch nicht gerade nett. Ja, nichts leichter als das. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Aber im Allgemeinen kommt man leicht durch diesen Dungeon. Was wollt ihr? Wenn man aufpasst, natürlich. Ich hab genug davon. Und nicht in jede Falle reinrennt. Gut, du bist hier lang. Ja. Der Dungeon hat übrigens auch nur diese eine Ebene. Was wollt? Denn ich verschwinde jetzt. Also das hier, was man hier sieht. Ist aber halt auch ein bisschen größer, wie man an dem Ball am Auswahlbildschirm sehen kann. Nichts leichter als das. Ja, ich hab genug davon. Okay. Das ist jetzt Grünschleim. Nichts leichter als also die böse große Bruder-Variante. So, den hauen wir mal weg. Ich hab genug davon. Da ist noch einer. Ja, beinahe unter meiner Würde. Sind nämlich die, die mit Gift spucken. Und aus denen man angeblich schönes Bier brauen kann. So. Du bist ja ein Kuh, denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Das war jetzt bis jetzt noch der angenehme Teil dieses Dungeons. Was? Also ein paar Schleime töten. Der angenehme Teil kommt noch. Weil der Dungeon bis jetzt noch recht linear ist. Abgesehen von den zwei Abzweigungen bis jetzt. Hier und hier. Was? Nichts leichter als das. Du bist ja ein komischer Kauz. Hier lang. Ja, nichts leichter als das. Hier steht sogar so ein Waschbrett rum. Oh, und Grauschlick. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ich bin wirklich nicht im ganzen Herzen. Oh, Grauschlick kann auch spucken. Spuckt aber netterweise auf Kalid. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, Hira weiß nicht, wo sie hin soll. So. Eure Dienerin, wie ihr wünscht. Was? Nichts leichter als das. Gut, gehen wir weiter. Ja, ab hier wird's dann böse. Weil ihr merkt schon, hier wird der Gang etwas breiter alles. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ab hier müssen wir schön Imoen vorschicken. Sofern sie in der Lage ist, an den anderen vorbeizugehen. Und ab jetzt immer schön auf die Wände achten.
Sofern wir es... Hallo, Schicksalswache. Ja? Gut. Genau, Schicksalswachen. Nach Schleimen kommen jetzt Schicksalswachen. Und das ist noch nicht das Einzige, was hier noch auf uns so zukommen wird. Hallo. Ja, dein Kumpel kann auch gleich mitmischen, wenn er unbedingt scharf drauf ist. Durch Schicksalswachen haben wir nämlich auch keine Angst mehr. So. Oh, immerhin ist schon bei ihren plus 2 Pfeilen. So. Da haben wir noch genug Schleuderkugeln für Dina hier. Und noch mehr als genug Pfeile für Immerhin. So. Was wollt ihr? Und ja, der Kampf ging etwas blind voran. Aber wir haben da unsere Gruppe vertraut, dass sie zwei Schicksalswachen erledigen kann. So, jetzt müsste es doch eigentlich demnächst kommen. Also ja, man merkt schon, wir laufen hier einen sehr langen Gang entlang. Schon war ziemlich weit nach hinten. Und ich glaube, der Gang geht einfach auch nur nach hinten und grenzt das ganze Gebiet ab. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also hier ist schon mal nichts. Dumm, dumm, dumm. Ja, der müsste hier das, genau, das Gebiet abgrenzen. Das heißt, hier unten ist nichts mehr. Also hier in dem unteren Bereich. Es ist alles hier in diesem Bereich hier. Der gesamte Dungeon. Ja, gut. Was wollt ihr? Hier lang. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da sind sie ja auch schon. Wenn man nämlich hier auf die Wände genau achtet. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Sieht man diese netten Wandmarkierungen. Denn ich verschwinde jetzt. Und die weisen darauf hin, dass es hier Fallen gibt. Aber der Schein trügt. Muss euer Nuggetier so nah bei euch sein? Ist doch sicher voller Ungeziefer. Ich nehme euch eure Bemerkung nicht übel. Ihr versteht einfach nicht die Bande zwischen Bu und mir. Eine offene Wunde im Antlitz der Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Zuerst haben die beiden Ehekrach, also Minsk und Dina hier. Und jetzt muss auch noch Yahira ihren Senf dazugeben. Na komm, wo ist die zweite Falle? Au. Okay, da war doch keine zweite Falle. Ich hatte es nämlich in Erinnerung, dass immer vor und nach der Wandmarkierung eine Falle ist. Aber war wohl keine. Dafür ist hier ein Kriegsskelett. Oder ein Kriegerskelett. Also die böse Variante. Vor allem ist das die magieimmune Variante. Gibt aber 5000 Erfahrungspunkte, die uns nichts mehr bringt. Was wollt ihr? Und hätte zwei Eispfeile. Nö. Gut. Mich kümmert's nicht. Was? Nichts leichter als das. Da ist noch eins. Komm ruhig. Au. Komm ruhig näher. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Weil hier ist eine zweite Wandmarkierung. Ich tue mein Bestes. Au. So, du heizt dich am besten einmal. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Ihr habt eine Aufgabe. So, sehr gut. Ja? Au, au, au. Autsch. Nein. Nicht so gut. Und ich hab's doch gewusst, dass da zwei Fallen sind. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, super toll. Ich hätte nach den beiden Kriegsskeletten mal speichern sollen. Und ja, das meinte ich damit, dass dieser Dungeon etwas nervig sein kann. Also nach Dulags Turm ist dieser Dungeon eigentlich
mehr oder weniger Leichtgewicht. Leichte Kost, könnte man fast schon sagen. Beinahe unter meiner Würde. Ich habe genug davon.